Mann, Junge, wo bleibst du denn, Mann? Es ist doch schon alles so spät. Ja, hat der gnädige Herr es auch mal geschafft. Mein Gott, sorry, ich hatte noch was anderes zu tun. Ja, was denn? Ja, Menschen retten! Los geht's. Na, besser ist. Ja, sie leben noch. Wir sind wieder da. Sie leben noch. Sie leben noch? Ja, sie leben noch. Sie leben noch, sterben nicht. Dum, 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 dum. Richtig. Der allseits beliebte Andi ist jetzt am Start wieder mal mit seinem Lieblingspartner Doc Hollywood. Er ist am Start, Leute. Wir können es endlich erzählen, warum wir so über... Nice, Dad. Warum wir so... Nee, es geht so. Ach so. Ja. Ja, eure Lieblingsrosenbrüder sind zurück heute mit einem super Thema Bachelor in Paradise, aber unser Doc Hollywood wollte mal kurz erzählen, warum wir so unregelmäßig kamen und jetzt sind wir berechtigt dazu rauszuhauen, warum wir eben nicht, wie Andi schon sagt, nicht so regelmäßig Folgen raushauen können. Ich wohne momentan vor allem in Köln, wir nehmen ja gerade in Berlin auf. Und drehe für die RTL-Serie Alles, was zählt. 19.05 Uhr bei RTL übrigens. Wen spielst du denn da? Spider-Man. Spider-Man? Ich spiele da Spider-Man und... was hat der vorher so gemacht? Der war vorher so eine kleine Spinne. Itzy Bitsy Spider. Und jetzt ist aber Alles, was zählt dabei. Wir versuchen aber natürlich, wir haben euch das versprochen, nach wie vor hier Videos rauszuhauen. Weil man ja Prioritäten setzen muss. Weil wir Prioritäten setzen muss. Ich glaube, alle in Köln drehen gerade. Ich habe gesagt, nein, ja. Lass mal reden mit dem allseits beliebten Andi. Und hier sind wir jetzt. Und wir wollen auch gar nicht lange um den heißen Ball reden. Deswegen reden wir jetzt über den heißen Ball? Über den heißen Ball. Ist wegen WM. Wir reden heute über die WM. Der heiße Ball ist am Start. Wer glaubst du denn gewinnt die WM? Ach, das machen wir später. Okay, wir reden nicht um den heißen Ball. Wir fangen direkt an mit Bachelor in Paradise. Aber bevor wir das tun... Abonniert unseren Kanal, hinterlasst ein Like und erzählt vor allem allen Freunden. Und jetzt bei 3 geht's los. 1, 2, 4. Ja, Bachelor in Paradise, Bachelor in Paradise. Es. Genau, ganz genau. Es ist Bachelor in Paradise. Und was ist bei Bachelor in Paradise das Hauptmerkmal? Dummheit? Nein, alles ist möglich im Paradies. Ach, natürlich. Hast du das noch nicht mitgekriegt, dass das eingepflanzt wird in unser Gedächtnis. Aber sehr, so subtil. Sehr subtil und unterschwellig. So, man merkt es eigentlich kaum. Ja. Also außer, dass jeder Satz so endet. Ja. Im Paradies ist alles möglich. Nicht nur die Kandidaten sagen es, der Moderator sagt es. Und wenn es der Moderator nicht sagt, sagt es die Offenstimme. Weißt du eigentlich, wie der Moderator heißt? Wie findest du die Klamotten vom Moderator? Kann ich nicht zu sagen. Das war jetzt ein Fashion-Thema hier oder was? Hatten wir auch schon. Hatten wir schon, ja. Aber nicht nochmal. Wir hatten schon so viel, ne? Wir hatten schon so viel. Ja, wir hatten auch schon außer uns lieb, das hatten wir noch nie. Wir hatten auch schon mal Geburtstag, ne? Aber das hat keiner mitgekriegt. Danke übrigens. Danke, ja. Es gibt Bachelorette, ja. Und ja. Beide kollidieren jetzt und jetzt gibt es Bachelor in Paradise. Kannst du eine Abstufung zwischen den drei Dingern machen? Ist das Schlechteste von allen dreien. Trotzdem finde ich ganz gut, dass man so irgendwie, das ist so eine gute Recycle. Ja. Man sieht unterhaltsam. Also im Gegensatz zum Sommerhaus der Stars und so finde ich das unterhaltsam. Das hast du ja nicht geguckt. Nee, deswegen ja. Aber jetzt, wo du mir neulich geschickt hast, hier, guck mal die alte Mumie aus. Die alte Mumie aus dem Bachelor. Die soll jetzt die Bachelorette werden. So ach, die Oma. Die Oma, ja. Die alte. Ja, ja. Die mit schon Sand an Tag. Die schon tot ist. Ja, das hat mich dann ein bisschen genervt. Das war mir dann ein bisschen zu viel Recycle. Es muss auch mal was Neues nachkommen. Es geht jetzt nicht, dass Schwarzarm oder die nach unten lacht auch nochmal Bachelorette wird. Nee. So. Wollen wir über die aktuelle Folge reden oder wollen wir nochmal kurz über die anderen? Wir können mal rekapitulieren. Rekapitulieren? Da sind ja wirklich die größten Affen drin. Ja, ich habe schon überlegt, sollen wir... Das ist, diese Folge läuft übrigens unter Explicit Lyrics, ja, nur mal so. Wegen Marvin oder wegen wem meinst du jetzt? Wer ist der Marvin? So kannst du. So, ich habe schon überlegt, wie komme ich in dieser Folge drumherum, das böse F-Wort und das böse H-Wort nicht so oft zu sagen? Welches meinst du jetzt? F-Wort? Das mit Icken am Ende? Nee, mit Otze am Ende. Achso, mit Otze und bei mit H-H Ure am Ende. Ah. Will ich nicht sagen, aber es könnte durchaus passieren, dass das mal rausrutscht. Ja. Oh, du schwitzt schon. Boah, ist mir warm hier drin. In diesem Studio ist es so warm. Boah, Alter. Ich sage dir eins, die bei Let's Dance haben Air Conditioning.
um mal jetzt hier nicht so viel zu plappern. Ja, los. Wir müssen jetzt mal anfangen. Wer ist denn bei Bachelor in Paradise sowieso am Start? Jeder hat natürlich wieder einen kleinen Satz zu sich gesagt. Oh nein. Ja. Aber muss schnell. Der deckt sich aber nicht mit den Affensätzen, den sie vorher immer in den anderen Formaten hatten. Ja. So, ja. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch. Okay, hau aus. Jeles steht bei dir als erstes. Jeles, ne? Jeles. Können wir übrigens abfrühstücken, ist raus. Jetzt schon? Ja. Und was willst du, ich verstehe diese Frau nicht. Warum ist die in diesen Formaten drin? Ich fasse jetzt mal die Sätze von Jeles zusammen, der ersten, wie lange war sie drin? 2 Folgen, 3 Folgen? Ja, ich bin halt so und ich finde es auch vollkommen gut, dass ich so bin. Ich hätte auch lieber die Faust genommen. Ich bereue das gar nicht. Ja. Ja, das war quasi, was Jeles so gesagt hat in den Dingern. Ich finde Jeles durch diese Art, die sie hat, sehr geheimnisvoll und würde sie ultra gerne kennenlernen. Wirklich? Ja. An dieser Stelle, wir haben doch Connections zu Janina aus der aktuellen Bachelor-Staffel. Liebe Grüße an Janina übrigens. Janina, du bist da, glaube ich, mit Jeles befreundet. Andi würde Jeles gerne mal kennenlernen. Mhm. Ultra gerne. Gut. Hau doch mal den Satz jetzt raus. Ach, der Satz von Jeles ist so krass uninteressant wie sie selbst. Sie sagt, die Männer müssen im Paradies keine Angst vor mir haben. Next. Richtig. Saskia. Saskia, ist Saskia noch drin? Guck mal, wer Saskia ist überhaupt, damit du weißt. Saskia. Ach, Saskia, Azeroth. Azeroth? Von Nico Schwanz, die Ex. Ja! Ja. Die freiwillig raus ist, laut der RTL-Seite hier. Ja. Und wirklich, weil sie wirklich 100% davon überzeugt war, dass sie einfach rausgehen möchte. Das war und das ja nichts ganz, mit der Rosenvergabe zu tun hat. Das war ja ganz schön krass, dass so viele Leute gesagt haben, die hat sich mal ihre Muschi versteigert, ne? Für Würstchen ins Brötchen. Würstchen ins Brötchen? Ja, hat die versteigert. 32.000 Euro. Kannst du mir helfen? Ich möchte es einmal hinkriegen. Mütze Glatze. Gut. Endlich. Ja, Saskia sagt, ich hoffe oder auf den einen oder anderen Hübschen im Paradies. Hat sie irgendwie nicht richtig hingekriegt, wa? Na, vor allem fanden sie alle nicht so hübsch, ne? Ich hasse die, ne? Ich hasse die richtig krass. Ich hasse die im Sommerhaus erst das, war es so eine richtige F. Habe ich ja nicht gesehen. So eine richtige F. F to the Otze? Richtig, so eine richtige F to the Otze. Ich fände übrigens, wenn du bei alles, was zählt, Dr. F. Finn Otze heißen würdest und dann wärst du doch sogar F.Otze. Das hätte ich viel besser gefunden. Ich wollte Dr. Alban heißen. Weil du so viele Witze machst und albern bist? Ja. Ach. Sing Halleluja! Dann kommen wir zum super Frauenschwarm. Unser Lieblingsbulle, unser Lieblings-Ex-Polizist, der jetzt Influencer ist, Philipp. Philipp sagt, die Chancen hier, die richtige zu treffen, stehen gut. Wenn man was sucht? Ficken. Glaubst Philipp ja. ist, muss ich sagen, in der ersten Folge dachte ich, don't hate the player, hate the game. Der weiß, wie man es spielt. Ja. Der weiß, wie man so Frauen aus der Reserve lockt mit so ein bisschen frech und stänkern und so. Aber er ist so ein Großkotz mittlerweile. Ich finde ihn so arrogant, wie er da steht und dann, du kommst jetzt mal mit, du bist jetzt mal ein Großkotz. Das hat mir auch nicht gefallen. Also so übergriffig zu werden. Ja. Und er ist ganz doll traurig, weil Carina ihn nicht mehr will. Meinst du? Ja, das kleine Herzchen blutet, wenn du an der Stelle zurückspulst und Zeitlupe machst, siehst du, wie sein Herz explodiert. Ich dachte, er ist mit Pam so glücklich. Ja. Pam finde ich übrigens sehr uninteressant und auch nicht hübsch. Kommst du zum Satz von Pam? Los geht's. Ja, auf den Olli im Paradies kann ich verzichten. Dazu für alle nicht eingefleischten Fans. Oliver Sané war ist mal... Ist der Sané? Ja, ist der nicht Sanne? Ja. Sanna? Oliver Sanna heißt er. Steht doch da. Oliver Sané. Sanne. Sanne. Oliver, der heißt doch nicht Oliver Sanne. Der heißt doch nicht Oliver. Der Bachelor. Der übrigens von sich, glaube ich, immer noch glaubt, dass er der Bachelor ist. Und der schönste und beste und tollste, den es jemals gab. Ja. Ja. Ich finde ihn ja im Prinzipiell nicht schlecht. Vor allem jetzt, wo Niklas darin war, fand ich ja Oliver Sané im Nachhinein gar nicht mehr so schlecht. Aber ich als Frau würde ich Oliver Sané so ein bisschen zu struppelig finden. Findest du nicht, dass er sehr borstig aussah? Ich glaube, der hat so sehr... Ich fand ihn so unsympathisch. Ja. Das ist unfassbar. Es war auch so ein Typ, der... Da sind einige davon, die so den Mädels direkt von Anfang an das Gefühl geben, hey, du bist meine große Liebe und wir gehören hier zusammen. Aber so muss es doch eigentlich auch sein, oder? Genau, aber 2 Minuten später geht er halt zur nächsten und macht das wieder da genauso. Aber und so muss es eigentlich auch sein, so muss es sein. Und sagt, hey, wieso? Ich will doch nur Leute hier kennenlernen. Und so, nee, du bist was ganz Besonderes. Ey, das ist das Spiel. Kriege ich eine Rose von dir? Ja, okay. Eine Rose geholt. Nach der Rosenvergabe zur nächsten. Dreckige Nummer. Aber komm, wir müssen hier ein bisschen, wir haben keine Zeit. Nach uns kommt Schlag den Star. Ja, Oliver sagt, vielleicht habe ich beim ersten Mal eine übersehen. Könnte sein. Meint er mit Würstchen ins Brötchen, hat er eine vergessen, oder?
War der so ein Stecher? Keine Ahnung. Ich glaube, der war ein richtiger. Ist da nicht der richtige Bachelor. Ist ein Flötenfranz. Ist ein Flötenfranz. Ist nicht der richtige Bachelor. Oliver, wenn du das hier guckst, du bist einfach nicht der richtige Bachelor. Nee. Du bist nicht in der gleichen Liga wie Paul Janke zum Beispiel. Attraktive Frau Lina, kannst du dich noch erinnern an. Ich glaube, du bist transgender. Ist das meine Meinung? Dass du transgender bist? Ach, die ist in der ersten Folge rausgeflogen. Ja. Ja. Wie kann denn. Irgendwas stimmt nicht mit der. Stinkt die, meinst du oder so? Weil, wie kann denn immer rausfliegen? Die sieht doch gut aus. Aber es strahlt halt eine mega Arroganz aus, glaube ich. Findest du nicht? Ist böse? Ist doch okay, wenn ich das sage, dass du wie transgender bist. So, aber glaubst du nicht, ist so? Ich glaube, die ist böse. Die ist böse? Ja. Apropos böse, was sagst du zu Johannes, unser Lieblingsjachtverkäufer? Johannes denkt, glaube ich, auch, er ist der geilste Mann auf der ganzen Welt. Meinst du? Ja, Johannes. Ich find ihn gar nicht so schlecht. Nee, Johannes denkt, er ist der Geilste. Hat mit Carina ist eine ganz arme Seele. Mein Bruder von einer anderen Mutter. Brother from another mother, hat sie zu ihm gesagt, ne? Ach, ich meine gar nicht Carina. Carina ist auch eine arme Seele. Wer ist denn hier, die nach unten lacht? Die nach unten lacht, Svenja. Svenja ist eine arme Seele. Da hat er schön... Ist die eine... Ja, nach unten lacht. Nach unten lacht, nach unten lacht, nach unten lacht. Ach, ich würde die alle so gerne mal in den Arm nehmen. Echt? Wirklich, ich möchte ihnen Liebe schenken. Im Sinne von Svenja? Wirklich Svenja? Allen. Nee, nicht allen. Körperliche Liebe oder? Nein. Wie meinst du? Nein. Nein. So. Nein, nein, nein. Ärztliche Liebe. So. Liebe! Ich bringe euch Liebe! Wie Mr. Burns. Wie Mr. Burns, ja. Die tut mir auch leid, ne? So, also jedenfalls... Der hat sie jetzt abserviert, wolltest du sagen. Ja, Johannes hat ja... Sie hat geklammert, hat ja aber auch klar gesagt, hau ab, Mann, so. Und dann hat er keine Rose gekriegt. Damit hat er nicht gerechnet. Er hat gedacht, er ist der Geilste der Welt. Also ich stehe auch total auf Ehrlichkeit, ja. Aber warum hat er mit der Ansage nicht bis nach der Rosenvergabe gewartet? Warum? Ach, hör auf. So. Warum hat er ihr nicht gesagt, ich liebe dich über alles und nach der Sendung heiraten wir und dann wäre er für immer drin geblieben? Die Taktik ist, dass ich mir keine zurechtlege, sagt Johannes. Evelyn, ich werde gute Laune ins Paradies bringen. Wer ist Evelyn? Evelyn Bodecki. Ach! Die kennt dich doch. Wir sind Freunde. Ja. Evelyn, ich finde so, Evelyn steht außer Konkurrenz, so, ja, ne? Findest du, die hat sich eine gute Partie da gesichert, ja, mit Domenico? Ja, wir haben tiefgründige Gespräche, führen sie abends. Das möchte ich wirklich wissen. Was? Also, ich meine, die machen ja keinen Sex. Nee. Was machen die? Ich glaube, die sind wirklich... Was machen die? Geisteszustand wirklich von Kindern. Die spielen, die sind lustig, die necken sich, aber das ist total wie so zwei kleine Kinder, die miteinander spielen. So, ist total süß. Ist total süß. Da wird, das ist eine schöne Vorstellung. Das ist eine schöne Vorstellung. Evelyn ist aber nicht gänzlich unsympathisch. Nein, habe ich ja noch gesagt. Nee, Domenico ja auch nicht. Nee, Domenico auch nicht. Domenico hat sehr viel Stolz. Ja. Das ist sein Motto. Hat auch eine geile Ansage gemacht. Ich will keine Rose von dir, lass mich in Ruhe, geh weg. Ja. Ja, danke, dass du mir die Rose gegeben hast. Dann hat sie auf ihm geschlafen, als er ihr das gesagt hat. Das war ein bisschen süß, ne? Das war süß. Ja, es sind zwei kleine süße Kinder, ja. Genau. Wie findest du diesen Christian, der noch da drin ist? Dieser eine Blonde mit den kurzen Haaren aus der... Der Bachelorette gewonnen hat, ne? In Österreich. Bachelorette gewonnen, ja. Er hat's gewonnen. Ach, ich finde den gar nicht so unsympathisch, oder? Echt? Ich finde den so... Ich mag ihn überhaupt nicht. Der erinnert mich an dich. Ich mochte den nicht so. Und der mag dich bestimmt auch nicht, so wie ich dich auch nicht mag. Caroline ist raus. Caro war die Oliver Sané am Ende abserviert hat. Ach, oh, ist auch ein armer, trauriger Mensch. Findest du? Ach komm, ja, wir müssen jetzt mal so ein bisschen, ja, ich meine, weil wir haben uns vorgenommen, die Folge wird nur 5 Minuten, wird es doch 5 Stunden, aber... Ja. Oh, wie sie ihn noch geliebt hat und wie sie ihn noch nicht drüber hinwegkam. Es war so unangenehm und ich denke Obwohl ihr Motto ist, mit 25 denkt sie ganz anders als mit 21. Ja, sie hat sich schlimmer jetzt. Ja. Nee, hat sie zurückentwickelt. Sie sah halt auch von der Körperhaltung so ein bisschen... Oh, es war ganz unangenehm, so wie sie ihn... Ja, ich frage mich sowieso in dieser Sendung... Warum hast du mir damals die Rose nicht gegeben, ja? Finde ich voll scheiße. Ja, genau. Ja, und du flirtest hier mit allen anderen und du sagst sowieso allen das. Sag mal was Nettes, irgendwas. Du bist voll... Ja. Ne? Es ist so, Frauen da draußen, wenn ihr das guckt und wenn ihr so seid, was ist los mit euch? Ja, macht es nicht. Macht es nicht. Macht es nicht, Mann. Ey, es ist so offensichtlich, wie die Typen spielen. Ich muss auch sagen, ich glaube, da sind einige Frauen drin, die wirklich eine ernsthafte Liebe suchen und da ist kein Typ drin, außer Paul Janke, der, also alle anderen wollen einfach nur Würstchen ins Brötchen machen. Ja. Aber jetzt kommen wir zu jemandem, der vielleicht doch die wahre Liebe sucht und das ist unser allseits beliebter Carina. Schwarzarm haben wir sie immer genannt. Unser allseits beliebter... Schwarzarm. Carina. Unser allseits beliebter Carina Schwarzarm. Ja. Wie kann das sein, dass alle Typen die haben wollen? Ich finde die
Weiß ich auch nicht. Weißt du auch nicht, ne? Weiß nicht warum. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Was ist mit Karina? Ich habe wirklich keine Ahnung. Die hat eine gute Ausstrahlung. Mhm. aber sonst, nee, also Karina geht bei mir überhaupt nicht, ne? Nee. Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, Karina ist so eine, die gibt einfach jedem Typen, glaube ich, das Gefühl, dass Würstchen ins Brötchen gemacht werden darf. Ja. Und das zieht halt bei gerade bei den Typen da drin, aber sie ist so eiskalt, ne? Sie hat es so genossen, die Rosenbrüder da auseinander zu. Das hat sie total genossen. Die Rosenbrüder. Ist auch eine schöne wir sollten. Warum haben wir unseren Kanal eigentlich nicht die Rosenbrüder genannt? Na, so schlau waren wir nicht. Oder irgendwas anderes so. So eine Männergruppe, die sich einen eigenen Namen gibt. Die Brüder der Rosen oder so. Ja, oder die Schönen. Die Brüder der Schönen. Schöne Brüder. Ja. Müssen wir mal gucken, ob das noch frei ist. Vielleicht ja. Ja, dann ändern wir Wenn ihr Ideen habt, kommentiert hier drunter. Irgendeinen Namen brauchen wir. Irgendwas mit Brüder und Rosen und schön und ja, und, Beauty, und stark und so. Hot, sexy, ja. Awesome. Alles, was uns halt charakterisiert. Bloß nichts mit intelligent und sympathisch. Ela, mich kann man gut mit Charakter beeindrucken. Und mit Charakter meint sie eine volle Brieftasche oder sowas. Ja, ja. Gut. Ja. Alles gesagt. Ja. Michi ist jetzt drin, der Hübsche. Ja, okay, findest du? Nee. Gut. Finde ich nicht. Warte mal. Hat Körper. Ja. Hat Körper, hat so ein Ding mit den Augen. Ja. Und hat natürlich was mit deiner Lieblingsfreundin. Mit deiner allerlieblingsfreundin Viola. Wie findest du denn Viola? Toll. Findest du, die sollte mal eine Rolle bei Alles, was zählt kriegen? Ja, zwei. Nee, soll sie nicht, weil ich möchte im echten Leben Viola mal kennenlernen. Ja? Ja, Viola, wenn du das hier schaust, ne? Oder Janina. Wollen wir Janina fragen, ob sie Viola kennt? Kennst du wahrscheinlich nicht. Mhm. Viola, melde dich doch mal bitte bei Christopher Kohn und der hat richtig Bock auf dich. Der steht total auf deine natürliche Art und möchte gerne mal deine wunderschönen Lippen küssen. Hast du mir auch geschrieben, oder? Mhm. Ja, und dann kommen wir zu meinem absoluten Highlight, Niklas. Oh, da könnte ich eine Folge drüber machen. Über Niklas? Ja. Da könnte ich ein Wort drüber sagen oder ein Geräusch, dann würdest du es sofort verstehen und es heißt ja. Niklas ist jetzt drin. Mann, was ist das für ein toller Typ, richtig oder? Richtig geil. Wie findest du denn seine neuen Tattoos? Richtig gut. Ich finde das Gesicht ist noch weißt beides. Weißt du, wie das für mich aussieht? Das sieht für mich aus wie wenn dritte Klasse Krickelkrakel. Hm? Drittes Lebensjahr Krickelkrakel. Weißt du, was ganz schlimm ist? Niklas hat ja so seine, der hat ja eine Background-Story, ne? Der hat ja wirklich eine eigene Background-Story. Der war ja mal dick und unsicher und jetzt ist er ja schlank und unsicher. Super confident und weißt du, ich wünschte, da würde einer reinkommen, würde sagen, hey, ich war früher mal dick und jetzt sehe ich gut aus und ich bin aber ein cooler Typ dadurch geworden, weil ich ja weiß, wie uncool das ist, wenn man nicht so gemocht und... Haben sie dich aber nicht gefragt. Haben sie mich nicht gefragt, nee. Und er ist so ein Ekeltyp, Mann. Und das Krasse ist, ja, egal wie viel er sich tätowiert, egal wie viel er trainiert, egal was für Hipster fucking Drecksklamotten er anzieht, er ist ein hässlicher Vogel, Mann. Er ist ein hässlicher Vogel. Und dann beschwert er sich ja auf den ganzen Social Media so, ja, die Frauen bieten mir immer nur Sex an. Und Mann, keine Frau bietet ihm Sex an, Mann. Doch. Keine Frau bietet ihm irgendwas an, Mann. Ich habe es jetzt gelesen. Er beschwert sich, dass die Frauen immer nur Sex anbieten und er sagt, er möchte unbedingt mal eine feste Freundin haben. Er ist halt ein tiefgründiger Typ. Was hat eigentlich Jessica Paschka noch den Gutschein? Genau, das wollte ich gerade fragen. Meinst du, Jessica Paschka hat den Gutschein für die Reise nach Rom eingetauscht? Jessica, ich weiß, du guckst immer zu. Sag doch mal, hast du den Gutschein von Niklas eingetauscht? Wenn ja, warum? Du wolltest nochmal über Niklas sagen, wie schön du ihn findest. Ich fand ich sehr inspirierend, ne? Ja. Vor allem auch mit wie viel Liebe und... Warte mal, wirklich jetzt mal, ohne Scheiß. Ja. Was ist los mit dem? Was ist los? Mann, ey. Aber guck mal. Was ist los? Wieso? Wieso findet der sich geil? Das nicht, weil er immer nur Sexangebote kriegt. Und dann sagen hier seine... Er kriegt ständig E-Mails, wo er sagt, hier in deiner Umgebung sind Frauen. lernen die doch mal. Echt, lock dich ein für 50 Euro im Monat, sagen wir, wie die sie heißen. Ja? Nein, und dann seine Dosenbrüder da sagen dann auch noch, ja, der kommt ja bei den Mädels so an mit seiner emotionalen Art und mit seinem Witz. Was für eine emotionale Art, was für ein Witz, Mann. Nein, man muss auch mal das Kind beim Namen nennen. Hurensohn. So schlimm. Ja.
Also Niklas ist schon... Nein, hör doch auf. Du hast mir doch neulich ein Foto geschickt, wo du über sein Gesicht hier irgendwelche Sachen gemalt hast und gesagt, guck mal, wie hässlich der Vogel ist. Ja, hab ich. Ja, siehst du. Ja, hab ich. Und jetzt bist du ja wieder die Schweiz, oder was? Nein, ich kann Niklas überhaupt nicht ab. Ja. Ich verstehe auch nicht, wie er es, woher das, er das Selbstbewusstsein hat. Ich glaube, es ist alles gespielt. Ich glaube, der weint zu Hause, ne? Ich weine auch zu Hause. Ja, ich auch. Also sind wir irgendwie verbunden mit dem? Ich will überhaupt nicht mit dem verbunden sein. Bin ich aber. Vielleicht bin ich auch einfach nur verliebt und eifersüchtig. Mit Niklas? Nee, nicht mit Niklas. In Niklas verliebt und eifersüchtig wegen den anderen. Ja, ja, jetzt sind wir aber hier beim Super-Lover, der ja zu viele Tussis hat. Sebastian, was sagst du denn zu dem? Den kennst du auch noch, oder? Fang du mal an, bitte. Sebastian. Sebastian ist ein sympathischer Typ. Ich finde, er hat einen guten Style. Mit dem Bart und so und den Haaren so zur Seite. Könnte man sich überlegen, ob man da ein bisschen in die Richtung geht. Ja, vom Body her bin ich auch fast dran. Ja, aber allerdings rettungsringtechnisch nicht so. Nee, du bist sportlicher. Ich bin sportlicher, natürlich. Natürlich. Also, so mich gehen zu lassen wie der, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Sag mal was. Nee. Warum nicht? Hast du nee, ihn? Nee, ja. Er ist Teil der Rosenbrüder. Mann, er ist ein richtig gut aussehender Typ. Ja, man, Körper, wo ich sagen würde, ey. Also jetzt mal ganz, also ich gehe jetzt mal nicht von mir aus. Ja? Findest du seinen Körper wirklich gut? Jetzt mal ohne Scheiß. Findest du seinen Körper gut? Ist schon krass. Also ich finde seinen Körper okay bis unter die Brust. Aber danach wird mir das alles zu feminin. Das ist mir ja, zu dünn. Ja, er ist zu dünn. Finde ich auch. Ich finde auch, er ist zu dünn. Aber er kann schon, also er kann schon irgendeinen Superhelden spielen oder so. Also irgendein ja, Meister Dumm. Der sich lang macht. Meister oder so. Dumm oder ja, so. Oder Dalsim oder sowas. Aus Street Fighter 2. Street Fighter 2. Hallo, okay. Nee, ist ein anderer. Ja. Yoga Flame. Yoga Flame. nice. Nee, Mann, das ist, ich glaube, diese sympathische Art, die ich ihm auch nicht absprechen kann, ist aber gespielt. Oh. Weil ich finde, seine, weißt du, seine Taten zeigen einfach, dass er nicht so der Coolste ist. Weil, genau. Weil das mit Viola war uncool, dann hier Carina mal wollen, dann dieses, ich meine, das sagt ihm ja, hat ihm ja Paul Janke auch in der Vorschau gesagt, Alter, da kommt jetzt eine neue rein und das ist die sechste, die er klar macht. Aber die hatte anscheinend schon was mit ihm gehabt. Ja, naja. Und jetzt wird irgendwie wahrscheinlich rausgeschmissen, weil RTL gemerkt hat, er hat auch eine Freundin oder so. Ich glaube, er wird nicht rausgeschmissen, weil er natürlich sagt, nein, ich habe keine Freundin, das ist schon vorbei, ist kurz vorher getrennt worden oder so. Nein, aber er macht halt unsympathische Aktionen und es geht gar nicht. Und deswegen finde ich ihn eklig mittlerweile. Ich finde ihn richtig, richtig eklig mittlerweile. Richtig eklig nicht. Mich wundert, dass er immer so Socken anhat bei so einer Hitze. Mhm. Ist mir aufgefallen übrigens. Ich glaube, der hat irgendwie so einen komischen Zehen. Muss man mal weiterhin beobachten. Ja, ich werde mir seine Füße noch mal genau angucken. Recherchieren wir nochmal. Ja, ich werde mal recherchieren. Und deswegen mal gucken. Ich glaube, das Ding bei der Bachelorette hat ihm nicht gut getan. Weil da mochten wir ihn ja und ich glaube, dadurch ist er bekannt geworden, dadurch hat er viele Mädels reihenweise flachgelegt, viele Komplimente gekriegt, wahrscheinlich auch so ein bisschen PR-Geld gekriegt oder sowas und jetzt denkt er wahrscheinlich wirklich, er kann alle haben und klar machen und jetzt ist er ein dreckiger Wichser geworden. What? Es ist einfach so. Okay, krasse Einschätzung von einem Profi aus der Szene. Ja. Ja. Ich weiß, wie es ist, wenn man ein Wichser wird. Moderiere gerade mit einem. Wow. Wow, jetzt mal ohne Scheiß. Bin ich zu weit gegangen, okay? Bist nicht zu weit gegangen. Ist alles okay. Sebastian, sag mal, wenn du Teil der Rosenbrüder wärst und dazu stoßen würdest. Ich muss eine Sache. Oh, der Junge, der ich mir diese Frage seit 1000 Jahren stelle. Eine Sache. Ich sehe, wie du anfängst zu schwitzen. Ich schwitze. Du fasst mir die ganze Zeit auf den Arm. Das hat eine erotische Stimmung hier gerade. So, weißt du, was mich jetzt das erinnert? Jetzt nehm ernst. Ja, weißt du, was mich das erinnert? An die Szene von... An der Sauna, als wir letzte Woche in der Sauna waren. Richtig, nein. An die Szene, die wir in Titanic gedreht haben, wo du am Ende dann an das Fenster so fasst und dann das so... Weißt du noch was? War toll. Richtig schön. Aber es hat was ganz Erotisches hier und ich kann nicht... Ich kann... Ja. Ich kann mich nicht von... Ich finde diese Ausführung auch wunderschön, wenn wir auch die ganze Zeit auf die Uhr gucken. Finde ich es schön, dass du das nochmal so ausgiebig erklärst. Wenn ich da als Typ reingehen würde, oder du, die könnten mit uns da nichts anfangen. Keine der Frauen da Meinst drin könnten, die, nein, weil wir kommen da nicht rein und sagen, boah, hat der einen geilen Typ, hat der einen geilen Körper, haben wir irgendwie nicht, also zumindest nicht so wie die da. Wir sind extrem heiß und sexy, aber wir sind halt nicht so wie die da. Also der erste Impuls ist schon mal, ist ja normalo. Dann reden wir. Boah, Carina gestern. Oder vorgestern, oder vorgestern. Wann auch immer, dass hier geguckt wird. Als sie meinte, so, als Jörg reinkam, oh, der ist total hässlich und untrainiert, den möchte ich nicht. Und bei Niklas sagt sie so, ja, der ist ein cooler Typ. Ja, so, genau. Ein richtiger. So. Wir kommen da rein. Oh, ich wollte gerade das F-Wort sagen. Fußball. Richtig. Genau. Sie kommt da, also wir kommen da rein,
erster Impuls ist bei den allen, oh, okay, dann reden wir mit denen, wir machen unsere Witze, wir merken, dass keiner reagiert, wir würden nach 20 Minuten in der Ecke sitzen und weinen. Ja. Wirklich, wir wären nach 20 Minuten, ich möchte dieses Camp verlassen. Ich würde dich wirklich gerne in diesem Format sehen. Ich dich auch. Ich möchte gerne, dass du da sitzt und... Ich sage dir eins und ich meine das wirklich ernst. Hör da auf, gegen das Mikro zu hauen. Ich sage dir eins. Du hast ja Connections zu RTL. Ja. Bachelor in Paradise. Aber ich glaube, es geht halt nicht. Wir müssen halt vorher bei der Bachelorette drin gewesen sein. Ja. Also bei der Sendung. Bei der Sendung. Ja. Sollte es jemals sowas... Sollte es die Möglichkeit geben, Green Cards bei Bachelor in Paradise zu kriegen? Ja. Ich will, dass wir beide... Für einen normalen Menschen. Ich möchte... Nee, wir beide. Ich möchte mit dir da reingehen. Und ich möchte aber, dass die anderen Kandidaten genauso sind, wie sie jetzt sind. Ja. Ich möchte gucken, was passiert. Ich würde das so gerne machen. Ich mache das. Ich möchte das machen. Du würdest das machen, Ich möchte das machen. Wie oft glaubst du, würdest du denken, ist das dein Ernst? Immer. Immer. Wenn einer kommt und sagt Guten Morgen, würde ich schon denken... Ja, die sagen ja nicht Guten Morgen. Die sagen ja... Morgen. Und dann kommt einer, und was hast du heute Morgen schon gemacht? Rührei und Speck und so gegessen. Und du... Oh Gott, 4 Stunden joggen. Ja, ich habe gerade meinen Rekord gebrochen. Ja. 750 Liegestütze habe ich gemacht. Paul Janke. Flicky, flicky. DJ, ne? Ah ne, der Ur-Bachelor, Paul Janke. Der Ur-Bachelor. Ey, guter Typ, Mann. Total guter Typ. Und das ist das Krasse, ja? Für alle, die da jetzt zugucken und sagen, ihr seid ja nur neidisch, ihr seid Hater. Nein. Obwohl ich Viola nicht mag, habe ich gesagt, sie tat mir leid und Mensch, armes Mädchen. Auch Carina und... Nee, Carina nicht, aber andere. Paul Janke hat so eine gewisse Natürlichkeit noch. So, ja? Ich finde auch, dass sein Körper nicht so dieses... Schon doll. Er hat einen super Körper, ja, aber er sieht nicht aus, als ob er nur sich um diesen Körper kümmert. So wie der Polizist. Ich muss kurz meine Fingernägel klammern. Ja, der Polizist, der klammert auch immer Fingernägel. Oh. Weißt du noch, wen ich meine, den Polizisten? Flippy. Mit den blauen Augen? Philipp. Frodo? Polizisten Frodo? Ich glaube, Paul Janke ist ein cooler Typ. Und ich finde das auch total sympathisch, dass er sagt, ich habe die Mitleidsrose gekriegt. Ja, das macht ihn so toll. Die nehme ich trotzdem. Und die nehme ich jetzt auch genommen. Ja. Ich glaube, ich wäre nämlich auch der Typ, der, wenn er eine Rose kriegt, kriegt er Mitleidsrosen, weil alle anderen Typen schon irgendwie weg sind. Und dann so, ach komm, der hat mal einen lustigen Spruch gemacht. Und der Kleine, komm, nimm mal. Ja. Hundertprozentig. Ich meine, bist du bis jetzt durchs Leben gekommen. Genau. Also. Wieso? Also, der Kleine und Mitleidsrosen und, oder nicht? Verstehe ich nicht. Das kann auch bis ins Gehirn reingehen dann. Aber dein Gehirn ist ganz klein, ist schwer zu treffen, ne? Da ist es. Nee, ja, Paul Janke bin ich auf jeden Fall absolut auf deiner Seite. Ist der Einzige, der sympathisch rüberkommt. Genau. Und ich fand auch, und dass... Und der auch ein normal ist. Ja, und seine Rosenspeech ist auch professionell. Ist gut, jeder angesprochen, bam, 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 du bist so gut. Und du kriegst die Rose. So gut. Ja, und da kann Oliver Sané sich nochmal eine Scheibe von abstellen, dann kommt er vielleicht... Nicht Oliver. Oliver. Oliver Sané? Ja, keine Ahnung. Der spielt übrigens auch bei der Fußballweltmeisterschaft mit, ne? Ja, in dem Sinne. Super. Würdeliste, ganz schnell. Oh, Würdeliste. Aber nur noch von denen, die drin sind. Ja. Carina, Schwarzarm. Nein. Auf keinen Fall. Ich hasse die. Würde. Boah. Ela. Ela, nein. Nein. Evelyn. Ja. Würde. Janika. Sah ganz okay aus, ja. Ja, dann sage ich mal, um Gleichstand zu machen, nein. Machst jetzt einen auf Hard to Get, ja. Pamela. Nee. Ah, du, ja, ich weiß. Du schreibst die ganze Zeit, boah, guck die mal an, die ist so süß. Die ist so süß. Ich finde die toll. Warum findest du die nicht toll? Ich weiß nicht, was du an der findest. Das ist ja nicht wahr. Doch, guck mal, die ist eigentlich ganz süß. Guck doch mal genau hin. Ich sag so, nee, finde ich nicht toll. Ah, so würdest du so schnell ziehen meine Stimme vor, wenn ich schreibe, ja? Ja, so höre ich immer deine Sätze. Süß. Also, ich sag jetzt einfach mal eiskalt Würde. Okay. Ja, nee. Ja, doch. Nee, gut, okay. Doch. Nee, ja. So, ich habe einen mehr. Svenja, ja, weil sie irgendwie... Also, ich mochte sie ja sonst nicht, aber jetzt tut sie mir irgendwie leid langsam. Okay. Ich würde sie ein bisschen klammern lassen, einen Tag. Gut, würde nicht. Unentschieden. Viola. Nee, auf keinen Fall. Würde auch nicht. Nee. Auch jetzt nicht mit den Lippen, ne?
Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ich habe drauf gewartet, warum du es nicht ansprichst. Habe ich schon, habe ich erwähnt. Ja, du hast nochmal kurz Lippen erwähnt. Ja. Okay, unentschieden beim Würdespiel. Geil, Alter. Fühlst du dich da auch schlecht? Ich fühle mich richtig eklig so, ja. Das war unser Thema zum Bachelor in Paradise. Die Folge ist, glaube ich, 34 Jahre gegangen. Wollen wir noch machen, alles, was letzte Woche wirklich wichtig war und wozu wir unsere Meinung sagen wollen? AWWWL, UWWW, MSW oder alles, was letzten Monat wirklich wichtig war. Wollen wir das mal kurz machen oder wollen wir es nicht machen? Machen wir kurz. Ey, wir haben gar nicht über den ESC reden können, weil du nicht da warst. Mann, hast du aber geguckt, ESC? Habe ich geguckt. Deutschland stark repräsentiert von Michael Schulte. Geiler Auftritt, geiler Song, geil gesungen, geile Bühnenschau endlich mal. Nice, ja, auch mit Euklein ein bisschen Tränen drin und so. Ja. Und kam auch in ganz Europa gut an. Wir haben von überall Punkte gekriegt, selbst von unseren Nachbarn, die uns sonst nicht so lieben traditionell. Ja. Fand ich sehr gut. Ich höre das Lied im Radio, es nervt mich nicht. Alles gut. Guter Auftritt, aber grundsätzlich schwacher ESC, muss ich sagen. Ganz schwacher ESC, ganz schlechte Show. Ganz, hat überhaupt nicht gefallen. Moderationsmäßig unterirdisch. Also da sind wir andere Knaller gewöhnt. Mons Helmer Löw, Schweden. Ja. Stefan Raab, Anke Engelke in Deutschland war nice. Es war quasi Paul Janke, Oliver Sané-Niveau. Unterschied. Oliver! Wo wir schon bei schlechten Liedern sind, kommen wir zu DSDS. Wie findest du den Gewinnersong von Marie? Wir haben ja eine DSDS-Folge gemacht. Unsere geheime Liste war mal wieder on fleek. Bruder muss los. Richtig schwach daneben, würde ich sagen. Ja, warum? Warum war das so? Also sie hat einfach kein Lied von Xavier Du gesungen. Nee. Die NBA Finals sind gerade 1-0 derzeit für die Cleveland Cavaliers. Ach nein, da war J.R. Smith am Start für die Golden State Warriors. Er verdient 14 Millionen und weiß nicht, wie viel es im Finale steht. Kann noch mal passieren. Er verdient 14 Millionen und weiß nicht, wie viel es steht in einem Spiel, wo er Schmidt spielt. Er Schmidt spielt da. Hast du Let's Dance verfolgt? Nee, gar nicht mehr. Nach unserer Folge bin ich ausgestiegen. Ach so, Bela ist raus. Dein Bela Kollege raus. Bei Alles was Z. Alles was Z, ja. Ist raus. Hat Probleme mit seinem Bein gehabt. Ich dachte, deswegen bist du da eingestellt worden als Arzt, damit du ihm ein bisschen wieder das anschraubst. Ja, das ist jetzt schon wieder Spoiler. Schön. Ah. Royal Wedding. Hast du die Royal Wedding geguckt? Habe ich sogar geguckt. Ich fand es erstaunlich, wie pünktlich alles war. Die haben gesagt, um eins kommt die Queen, die war um eins da. Nicht schlecht. Ich dachte, die kommt mit der Kutsche, ist mit dem Rolls Royce gekommen. Wie findest du Meghan Markle? Hm. Heißt sie jetzt eigentlich Meghan, wie heißt denn der? Harry Prince. Harry. Windsor, oder? Charles Barkley. Nee, ist wieder Basketball. Wie heißen die da mit Nachnamen? Windsor. Heißen die so? Winston. Windsor von Ghostbusters? Von Buckingham Palace. Heißen Buckingham. Die heißen nicht Buckingham. Klar, heißen die Buckingham. Heißen Windsor. Also Meghan Buckingham, wie findest du Meghan, die? Heißt die Meghan Windsor? Ich habe keine Ahnung. Die heißt Meghan Markle. Ich finde, wir reden schon viel zu lange über die Royal Wedding. Warum? Hast du es nicht geguckt? Es war voll schön mit dem Schleier und dann war er König und... Ja, Bruder muss los. Kommen wir zum nächsten einschlafenden Thema. Bibi ist schwanger! Endlich. Ich war's nicht. Bibi ist schwanger! Warst du's? Möchte ich nicht drüber reden. Ja, siehst du? Kommst in die engere Auswahl, ne? Na, so eng war das gar nicht. Dann der Kinosommer hat gestartet, Mann, wie geil, geile Filme im Kino, hast du alle geguckt? Avengers, Deadpool 2 und Solo! Zwei von dreien habe ich gesehen. Ich auch. Und ich habe nicht Star Wars geguckt. Nee, ist krass, dass man nicht in Solo reingehen will, obwohl es ein Star Wars-Ding ist, ne? Es ist Star Wars und ich habe keine Lust drauf. Jurassic World 4 kommt jetzt bald. 9. Ja. 33, 2 offiziell. Ich weiß es doch auch nicht. Mit Chris Pratt. Mit der Chris Pratt. Chris Pratt gucke ich gerne. Aber ich weiß nicht, das ist mir dann zu. Dieser Velociraptor Blue ist mir zu menschlich geworden. Ja. Somit komm noch mit und so. Ja. Ich habe auch den Trailer jetzt bei Deadpool 2 in der Vorschau gesehen und denke mir so, die zeigen schon ganz schön viel. Sie haben halt wieder so ein Dino erschaffen. Nee, glaube ne? ich nicht. Glaube ich nicht, dass sie das zeigen. Ich glaube, das ist ein Ausdruck. Oder muss los, wenn du wieder alles besser weißt. Ja, also es ist so, dass da nur eine Szene gezeigt wurde und das ein bisschen aufgebauscht wird. Kommst du mal wieder rein. Sehr gut. Herr Doktor? machen Sie sich mal frei unten rum. Ja, wie fandst du Avengers und Deadpool? Spoiler? Na, kann man jetzt gar nicht spoilern. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei Deadpool weine. It happened. Ich habe auch bei Deadpool geweint. Ne? Am Ende, die Szene ist sehr emotional. Ja. Man muss ja nicht verraten, was passiert. Schupp. Aber, aber ich fand es sehr, sehr emotional. Avengers? Hatte ich auch zwei, dreimal kleine Kugelchen im Auge? Oh, I don't feel so good. I don't feel so good. I don't feel so good war schon... Ja. Hat er sehr gut gemacht. Und war sogar, kleiner Insider, war sogar improvisiert. War nicht mal im Skript. Wirklich? Haben sie ihm gesagt, stirb einfach so. Und er hat sowas gesagt. Er ist auch der Einzige, der was sagt. Mhm.
Er ist auch, und das fand ich auch, es hat funktioniert. Er ist am emotionalsten gegangen von allen. Wenn wir die letzte Folge Lass mal reden aufnehmen, lässt du mich dann auch so rausfaden? So mit I don't feel so good? Ich lasse dich niemals von mir weg. Niemals. Und das lassen wir euch auch nicht. In dem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat. Ja, dann müsst ihr auf jeden Fall diese Folge liken. Dann abonniert unseren Kanal, das wäre super toll. Und shared doch mal die Folge ein bisschen rum. Was kann man noch machen? Die Glocke kann man aktivieren. Dann kriegt man immer Nachrichten, wann wir die Folgen denn gerade rausgehauen haben. Ne? Da muss man nicht erst suchen. Richtig. Genau. Und niemals vergessen, wir haben euch unfassbar doll lieb. Wir sind froh, dass ihr noch da seid. Total, und ja. Alles hier mit so einem kleinen Zwinkern im Auge sehen, weil wir das ernst meinen. In dem Sinne, sag deine berühmten letzten Worte. Du hast keine, sag was. Ich muss sagen, Graf Zahlfeld unter die Kategorie alles, was zählt. Shine on.